Schrill, schrille Haarkunst von Karl Gazzali. Der Hamburger ist der Herr der Perücken. Über 200 hat er schon designt und jede ist ein Unikat. Als die Alster Schwäne rauskam, habe ich gedacht, okay, machst du einen Schwan aus Haaren? Oder hier den Dreimaster. Ne? Ich dachte, als Hamburger mache ich irgendwas zum Hamburg-Thema. So. Und es ist halt schön, verspielt. Und das ist das, was Spaß macht. Und ich mache eine Perücke nie zweimal, immer nur einmal. Auch die Hamburger Kult-Drag Queen Olivia Jones ist seine Stammkundin. Rund 50 Perücken hat Karl Gazzali schon für ihre extravaganten Auftritte entworfen. Ganz wichtig ist bei Olivia, weil Olivia natürlich ein großer Mann ist mit breiten Schultern. Die braucht immer wahnsinnig viel Hinterkopf. Das ist manchmal dann die Herausforderung, weil Olivia die Perücken auch gerne leicht hat, weil sie die oft für einen Dreh mehrere Stunden tragen muss. Das sind alles alte Olivias, wo ich mir jetzt die Filetstücke raussuche für die Patchwork-Perücke. Und da habe ich noch schon wieder eins hier. Das ist natürlich so richtig Olivia, wie man sie von früher kennt. Also ich bin mir sicher, ein Fan würde die auch so kaufen von Olivia. Aber ich werde die verarbeiten. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das der Pony wird irgendwie. Aber jetzt muss ich natürlich erstmal schauen, das wird bunt gemixt. Also die Grüne kommt auch noch mit rein. Doch im Moment arbeitet er in seinem Einzimmer-Apartment gerade an einer großen Auftragsarbeit für ein Fashion-Magazin. Das sind natürlich schon mehrere Wochen Arbeit. Also die Planung läuft schon bestimmt 4 Monate und ich musste einen Kostümbildner mit ins Boot bekommen, der seine Schulterhalterung baut, dass diese Perücke überhaupt tragbar wird, weil die wird am Ende bestimmt 6-7 Kilo wiegen. Und das ist natürlich bei Bewegung, rutscht das sonst schnell hin und her. Aber es ist eine Herausforderung. Seit 3 Jahren designt Karl Gazzali Perücken für Drag Queens. Inzwischen verschickt er sie bis nach San Francisco oder Tokio, kosten bis zu 1.500 Euro. Ein Herzinfarkt hatte sein Leben vor 5 Jahren komplett umgekrempelt. In seinem ursprünglichen Beruf als Friseur konnte und wollte der 52-Jährige nicht mehr arbeiten. Drag hat mich schon immer fasziniert. Ich habe schon immer für einen Freund Drag Perücken gemacht. Halt auf einem ganz anderen Level, wie das halt auch vor 10 Jahren oder so vielleicht war. Und dann habe ich irgendwann entschieden, okay, das ist das, was ich machen will. Sein großer Traum, die Elbphilharmonie als Perücke zu designen. Jetzt braucht Karl Gazzali nur noch einen Sponsor. Doch das sollte doch kein Problem sein, oder?